Die Verena hat ein bisschen eine Verspätung gehabt, aber jetzt ist sie da und jetzt fragen wir sie gleich mal vor der Anmeldung, was los ist. Verena, du hast ein bisschen eine Verspätung gehabt, was ist denn los gewesen? Ja, leider ein bisschen verschlafen. Ja, Geburtstagsfeier bei einer Arbeitskollegin, Ex-Arbeitskollegin und ja, ein bisschen verhuckt. Kurz zum Sprung, das ist dein Geburtstag. Du bist bei mir um 4 Punkte aufgehängt. Tragkraft von einem Karabiner 2,5 Tonnen, 5 Tonnen Gesundheit, das kannst du glaube ich auch schaffen. Du schaust irgendwie nervös aus. Ja, bin ich ziemlich. Wir haben jetzt eine komplette Einweisung und wenn sie meinen Anweisungen befolgt, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Du, ist das eigentlich gefährlich? Nein, überhaupt nicht. Wir sind mittlerweile so abgesichert schon mit Öffnungsautomaten, Tod und Teufel. Wir sind am neuesten Stand der Technik. Also ich sage einmal so, wenn einer fragt, ist das gefährlich? Also die Autofahrt zum Flughafen ist gefährlicher als der Springerseil. Was erwartet die Springer oben? Du warst ja schon einmal jetzt? Ich war schon mal oben. Ein Nordwind, Nordsturm fast. Und minus 4 Grad, ein bisschen Wolken, aber da bleiben wir da außerhalb und ein schönes Panorama über die Dolomiten. Perfekt. Ja. Und du nimmst mich mit oder was? Ja, was machen wir, was du mit willst, schon. Schauen wir mal. Ja. Weißt du schon, was jetzt passiert? Erzähl mal. Ja, da fliegen wir jetzt auf, dann springe ich wieder hoch.
so geil. Der freie Fall ist echt so ein geiles Gefühl. Also ich dachte sofort wieder, es war echt traumhaft. Was ist in dir vorgegangen, wie du drin gesessen bist in dem Ding? Ja, oh mein Gott, wo bin ich da jetzt? Was tue ich da? Warum habe ich da mitgemacht? Aber echt, voll cool. Macht es einfach, macht es, probiert es aus, das ist so geil, echt. Obwohl ich ein Schießer nicht bin, aber es müsst ihr alle machen. Kann ich nur zu empfehlen.